Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es das Cash Stuffing. Endlich. Ich freue mich so sehr drauf. Ich hatte einen echt blöden Monat, was Geld anging, mit unerwarteten Ausgaben und habe auch mein Budget nicht so richtig ordentlich geführt, wie ich das sonst immer mache. Also hier zum Beispiel für den März habe ich zwar die Doppelseite damals gemacht, aber halt eben nicht die komplette Übersicht, was ich alles gekauft habe quasi oder wofür ich Geld ausgegeben habe. Und diesen Monat ist es auch so, dass ich jetzt relativ zügig das machen musste, weil ich das Geld eben brauche gerade. Deswegen ist mein Budget sehr leer diesen Monat, aber ich werde es noch schön machen. Aber das mache ich ohne Kamera, damit es wieder so aussieht wie zum Beispiel hier oder hier. Genau. Also, und es gibt noch eine Neuigkeit. Ich habe einen neuen Binder. Ich finde ihn so schön. Der ist schon länger da, aber da hatte ich das Trinkgeld-Video schon gedreht, das was letztens als letztes rausgekommen ist. Und ja, so sieht der jetzt aus. Ich finde den so unfassbar schön. Und der passt auch ganz gut hier in meine Farbe rein. Der einzige, der jetzt noch ein bisschen mächtig wirkt, ist eben hier der schwarze, aber das ist ja okay. So, ich würde sagen, wir fangen an, legen das alles mal zur Seite, schlagen das schlaue Büchlein auf. Genau, ich mache das, glaube ich, ich mache das so. Okay, wir fangen an mit den monatlichen Ausgaben, mit denen, wo ich regelmäßig brauche. Die sind ja immer in dem Kleinen hier drin. Und da würde ich sagen, machen wir den erstmal leer, beziehungsweise gucken, was da drin ist. Da sind noch 2 Euro drin, die lasse ich drin. Die übernehme ich quasi. Ausgehen ist leer. Kaninchen ist auch leer. Und hier habe ich eben noch ein paar Zettel vom März. Kassenzettel, wo ich noch eintragen wollte, habe ich nicht gemacht. Deswegen, diesen Monat mache ich es auf jeden Fall. Was mache ich denn? Alter, hier das leere Budget. Entschuldigung, bisschen verplant. Genau, die mache ich weg. Aber diesen Monat mache ich es konsequenter. Okay. Dann fangen wir an mit den Kaninchen. Die kriegen wir jeden Monat gerade noch 60 Euro. Das mache ich immer in Zehnern. Und zwar nehme ich da 4 Zehner. 1, 2, 3, 4. Das hat schon mal gepasst. Und dann noch 4 Fünfer. Also es sind 40, 45, 50, 55, 60. Und schaut euch das mal an. Die sind so neue noch. Ich glaube, die wurden noch nicht mal einmal richtig geknickt. Die sehen noch richtig schön aus. Genau. Und das kommt hier wieder rein. Das ist immer ein bisschen eng. Aber mit 5ern und 10ern klappt es eigentlich meistens. Und es bleibt auch nie lange so voll da drin, weil ich jetzt zum Beispiel heute Abend auch wieder einkaufen muss. Und dann wird das schon benutzt. So, in dem Umschlag habe ich jetzt meinen schlauen Stift hin. In dem Umschlag Kaninchen sind jetzt wieder 60 Euro drin. Also kommt der wieder da rein. So, ich mache das mal hier eben so, das stresst mich ein bisschen. So, und hier sind auch 60 Euro drin. Als nächstes kommt der Umschlag Ausgehen. Da ist auch nichts mehr drin. Da kommen 30 Euro rein. 10, 20, 30. Da hat mich letztes Mal hatte mich jemand gefragt, wo ich den kleinen Binder her habe. Und ich habe den verlinkt und zwar in meinem, ich glaube, es war das März-Cash-Stuffing oder das Trinkgeld-Stuffing. Muss ich mal nochmal nachschauen. Da ist es auf jeden Fall in der Infobox verlinkt, direkt von Amazon. Hat auch, glaube ich, nur 12 Euro gekostet oder so. Also absolut in Ordnung. Okay, hier sind auch 30 Euro drin.
Und dann als letztes kommt noch der Umschlag Krimskrams. Da sind dann jetzt insgesamt 12 Euro drin. Oh ne, aufschreiben sollte ich so. So. Okay. So, dann ist der hier schon mal fertig. Es sind ja nicht viele, aber der ist halt eben super praktisch. Der passt in meine kleinste Handtasche. Und dann ist das immer mega gut. Genau, dann ist der hier soweit fertig. Der kommt einfach hier hoch. Als nächstes nehmen wir den schwarzen Liner. Da sind übrigens noch falsche Beschriftungen drauf. Das muss ich mal nochmal aktualisieren. Da bin ich mir aber nicht sicher, ob ich auf den da auch was draufkleben möchte. Aber das schaue ich mal. Das hier ist mein regelmäßiger Ausgabenliner. Und da haben wir drin, einmal Urlaub lasse ich diesen Monat aus, steht gerade absolut nicht auf meiner Prioritätenliste. Ich bin momentan in Kurzarbeit, was unfassbar frustrierend ist. Und ich muss tatsächlich ein bisschen sparen an manchen Ecken und Enden, damit mein kleines Polster, was ich auf meinem Konto habe, nicht gänzlich verschwindet. Das wäre nämlich ein bisschen doof. Deswegen bleibt Urlaub aus. Wir gehen direkt über zu Shoppen. Da werde ich auch demnächst eine Ausgabe drin haben. Da habe ich hier nämlich was bestellt für, ich glaube, fast 50 Euro. Und dann geht da auch wieder ein bisschen was raus. Genau, und das mache ich einmal im 20er und im 10er. Dann sind da nämlich jetzt drin 20, 40, 60, 80, 100, 110, 20, 30 und 140. Genau, da habe ich ja sonst immer 40 Euro reingemacht monatlich, aber da reichen auch diesen Monat 30, habe ja erst bestellt. Genau. Was hatte ich jetzt gesagt? Oh Gott, okay, ich lasse es jetzt aus, ich trage es nachher ein, ich habe es komplett verpeilt. Doch, 140 waren es, jetzt weiß ich es. Ich passe einfach nicht auf. 140, dann in den Friseur kommen 25 Euro rein. Da gibt es auch noch eine längere Geschichte, aber da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Das teure Geld, was ich für meinen Friseur bezahlt habe, hat sich nicht wirklich gelohnt. Ich muss da auch wahrscheinlich nochmal hin zur Korrektur. Mal gucken, wie das ausgeht. Deswegen mache ich diesen Monat mehr rein, als ich eigentlich vorhatte. Also 20, 30, 40, 45, 50, 55, 60. Sind schon mal wieder 60 Euro drin. So. Hier. Das habe ich jetzt, glaube ich, im Ding auch vergessen. Ich trage Shoppen dann gleich nach, wenn ich fertig bin. Als nächstes kommt der Umschlag Tierarzt. Das ist der hier vorne. Der ist leer. Ich hatte im März die kompletten 195 Euro ausgegeben für die Impfung für die Kaninchen. Die stand nämlich an im März. Und deswegen fange ich jetzt hier von vorne an und habe eine sehr angenehme Basisrate von 15 Euro. Und das reicht mir dann quasi bis nächstes Jahr März und dann habe ich wieder denselben Betrag. Oder ich glaube, es ist mehr, weil ich weiß ja nie, was so noch zwischendrin hoffentlich nichts passiert. Aber damit sollte man ja trotzdem immer rechnen. Deswegen habe ich dann, glaube ich, müsste ich jetzt nachrechnen, wie viel es ist. Aber es auf jeden Fall reicht es auf jeden Fall aus. Also sind hier 15 Euro drin.
mal hier rein. Dann sind wir hier quasi schon fertig. Dann mache ich auch mal zur Seite. Und dann kommt jetzt mein Lieblingsbinder. Nicht nur, weil er schön aussieht, sondern weil er schöne Umschläge hat. Ich mache das alles mal ein Stück weiter hoch hier, dann habe ich hier wieder Platz. So. Und fang an mit dem Umschlag Wünsche. Das ist dieser hier. Da kommen diesen Monat 20 Euro rein. Und deswegen sind in Wünsche jetzt 20, 40, 60 und 70. Wünsche ist für alle möglichen Wünsche. Den habe ich ja noch nicht so lange. Den habe ich ja erst seit letztem Monat. Den Umschlag. Was hätte ich jetzt gesagt? 70. Genau, als nächstes kommt der Umschlag 18. Geburtstag. Der ist für meine kleine Schwester. Die wird in 3 Jahren 18. Und ich möchte ihr was Schönes kaufen. Deswegen fange ich da ganz langsam an zu sparen. Der kriegt auch 10 Euro. Das muss ich jetzt noch schnell hier reinschreiben. Also heute ist alles ein bisschen durcheinander. Das tut mir sehr leid. Ich bin heute ein bisschen durch den Wind und gestresst. Ich habe ja auch noch meinen Nebenjob, den ich gerade mache. Und das ist schon relativ zeitintensiv. Deswegen bin ich eigentlich ständig irgendwie unterwegs, was ich auch ein bisschen im Auge behalten muss, weil das nicht so gut ist, wenn ich quasi unterdauert Stress stehe. Von dem Nebenjob, da habe ich jetzt übrigens im März 3-mal gearbeitet und habe dafür 187 Euro bekommen, was in Ordnung ist, für ein paar Stunden immer am Mittag. Und das ist natürlich auch, eigentlich wollte ich da ein separates Video zu machen, wo ich quasi das Trinkgeld, das Nebeneinkommen da nochmal staffel. Aber durch die Situation mit meiner Kurzarbeit muss ich das leider eben auf dem Konto behalten, um mein kleines Polster ein bisschen zu schützen. Als nächstes kommt der Umschlag Investieren. Der ist hier hinten. Der bleibt aus, weil ich genug investiert habe für erstmal. Genau. Dann kommt wieder der Umschlag Future Home, mein Lieblingsumschlag. Da kommen 50 Euro rein. Und da sind jetzt insgesamt drin 100, 150, 200, 250, 300, 20, 40, 50. Also 350 Euro. Genau, da habe ich das hier auch. Das ist mein einziger Umschlag bis jetzt, wo ein 100-Euro-Schein drin ist. Ich weiß auch noch nicht genau, ab wie viel ich dann quasi einen Platzhalter reinmache. Also ab wie viel Geld im Umschlag. Ich denke mal so ab 500 Euro oder so. Weil so viel Geld möchte ich dann auch nicht da drin haben. Also hier hatten wir gesagt, sind es 350. Als nächstes kommt der Umschlag Tierpension. Da mache ich diesen Monat nur 5 Euro rein. Das ist auch ein Umschlag, der sehr weit in der Zukunft liegt und auf den ich mich jetzt absolut nicht fokussieren möchte und auch muss. Und deswegen mache ich da immer nur ein kleines bisschen dazu. Da sind jetzt drin 10, 20, 30, 40, 45, 50, 55 Euro. Da hatte ich ja hier meinen schlimmen kleinen Fehler drin, wo ich 151,50 geschrieben habe, was absoluter Schwachsinn ist. Der vierte. Und da sind 55 Euro drin. Das ungerade Zeug habe ich da rausgemacht. Was heißt Zeug? Die Münzen halt. Das war mir alles ein bisschen zu stressig. So.
55 drin. Als nächstes kommt der Umschlag Heilpraktika-Ausbildung. Da kommen diesen Monat 20 Euro rein. Und da sind jetzt insgesamt drin 50, 70, 90, 100, 105. Oh cool, wir haben schon 100 Euro da drin. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. 105 Euro. Da kommen ja, also da muss ich in 5 Jahren mindestens oder in 4 Jahren, ich würde gerne so 2500 Euro ansparen, weil so eine Ausbildung doch relativ teuer ist. Aber habe ich auch, wie gesagt, noch ein bisschen Zeit. Ich war da auch am Anfang immer ein bisschen viel zu streng, meiner Meinung nach, habe viel zu viel Geld in Dinge eingeplant, die ich erst in, keine Ahnung, 10, 15 Jahren oder so brauchen werde. Deswegen werde ich da jetzt mal, abgesehen von Future Home und meiner Rente, ein bisschen runterfahren. Diese Narben-OP steht diesen Monat, dieses Jahr hoffentlich noch an. Der Heilpraktiker circa in 4 Jahren. Und alles andere, Tierpension, denke ich auch in 15, 17, 18 Jahren vielleicht. Genau, dass ich da halt eben schon mal ein kleines Polster habe irgendwann. Genau, als nächstes kommt, das muss ich noch eintragen. 105. Als nächstes kommt der Umschlag Narben-OP. Und da kommen diesen Monat, was hatte ich gesagt, 30 Euro rein. Und da sind jetzt drin 20, 40, 60, 80, 90, 100, 105. Also auch 105. Wir haben übrigens heute, als ich das aufnehme, nicht den 1.5., sondern glaube ich schon den 1.4., sondern den 5.4. Aber ich schreibe trotzdem immer der 1. auf, weil ich ja quasi mitten im Monat meistens noch das Trinkgeld hinzufüge. Und damit ich weiß, was Trinkgeld ist und was halt eben monatliches Stuffing ist, nehme ich immer den 1. vom Monat, damit ich da nicht durcheinander komme. Ich kann es halt eben immer nie früher machen, weil mein Lohn meistens immer erst am 5. oder 4. drauf ist. Genau. So. Und als nächstes kommt der Umschlag Rente. Das ist dieser hier. Da kommen jetzt 30 Euro rein. Ist auch noch sehr lange bis dahin, aber man weiß ja nie, was abgeht oder was passiert. Oder deswegen ist mir das eigentlich auch ein sehr, sehr wichtiger Umschlag. Weil ich auch später ganz sicher, wenn ich das so sehe, ich bin oft in Nürnberg und wie viele Leute, eben viele alte Leute da in Mülleimer noch Flaschen suchen, dann denkt man sich schon, okay, alles klar. Da fehlt irgendwie ein bisschen so, ich würde mal sagen, das Verhältnis. Und deswegen, ich möchte nicht sagen, dass es allen so geht, ganz sicherlich nicht. Und es gibt natürlich auch viele lebensverändernde Umstände, aber ich möchte einfach wissen in Zukunft, ich habe später irgendwann, wenn ich es brauche, ein Polster. Und das ist ganz gut, glaube ich. Kann nicht schaden. Da sind jetzt drin 50, 70, 90, 110, 130, 150, 160, 170 und 180.
war eigentlich der vorletzte Umschlag. Jetzt kommt nur noch der Umschlag Tomorrow. Das ist der für mein Konto. Da versuche ich jeden Monat 5 Euro reinzuzahlen. Das habe ich letzten Monat nicht gemacht. Aber genau, dann habe ich da mal wieder was gemacht. Da habe ich circa 100, was waren es? Ich glaube 167 habe ich auf der Bank. Ich muss gleich mal schauen, wie viel es ist. Ich habe auf jeden Fall einen großen Teil auf der Bank und den anderen Teil, was heißt groß? Ich habe einen Teil auf der Bank und den anderen Teil bar. Und sobald ich bei dem Umschlag 500 Euro erreicht habe, zahle ich das aufs Konto ein und kann dann quasi mehr oder weniger frisch starten und habe nicht immer so eine ungerade Summe da drin. Genau, da drin sind jetzt, ich muss überlegen, wie ich das am besten zähle. Also hier sind 50, 70, 80, 90, 100, 105. Und dann mache ich hier jetzt einfach 5 dazu. Und dann sind das 272, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Ah ja, hier kommen noch 180 rein. Und dann kommen hier 272. Ich bin am Überlegen, diese 2 Euro irgendwie auszugeben auf diesem Konto oder mir zu überweisen auf mein anderes Konto. Weil die mich sehr nerven, diese ungeraden Zahlen. Genau. Und das war auch schon der letzte Umschlag. Heute versucht etwas schneller das Ganze zu machen. Das sind trotzdem schon 20 Minuten. Aber naja, man hat ja trotzdem noch ein bisschen was zu erzählen. Genau. Und dann habt ihr jetzt auch mal mein neues Setup quasi gesehen. Meinen schönen neuen Binder mit all meinen Umschlägen. Das sind eigentlich auch doch etwas viele für das, dass ich am Anfang dachte, ich finde gar nicht so viele Kategorien, in die ich sparen könnte. Sind es doch jetzt schon ein paar. Genau. So. Jetzt liegen alle zusammen. Genau, mein nächstes Video wird dann ein Trinkgeld-Stuffing sein vom März, das Trinkgeld. Da ist auch schon ein bisschen was zusammengekommen. Man sieht es immer nie im Video, aber es fühlt sich so schön dick an. Nicht so viel wie letztes Mal, aber auf jeden Fall in Ordnung. Genau, das wird dann das nächste Video sein. Da stuffe ich mein Trinkgeld. Bis dahin ist bestimmt auch mein wirklich sehr, sehr leeres und einsames Budget auch wieder etwas schöner dekoriert. In dem Fall wünsche ich euch eine ganz gute Zeit, bleibt gesund und wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss!